Moin moin liebe Leute, willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir sind hier wieder unterwegs in World of Warships und das hier wird das erste Video einer neuen Reihe werden, in dem ich einfach mal ein paar Taktiken ausplaudere. Diese Taktiken, das sage ich schon mal vorweg, sind Taktiken, die ich verwende, mit denen ich sehr gut klarkomme. Und ja, ich wurde auf YouTube und auch in-game schon jetzt ein paar Mal angesprochen, ob ich nicht einfach mal erklären könnte, ob ich ein paar Tipps geben könnte, wie man dann in diesem Spiel einfach mal so ein bisschen anfängt, ohne gleich kopflos ins Getümmel zu stürzen und immer sein Schiff so schnell zu verlieren. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das wollte ich sowieso machen, deswegen mache ich das jetzt hier schon mal ein bisschen, ziehe ich das ein wenig vor und beginne diese Reihe mit grundlegenden Taktiken. Das wird jetzt in diesem Video einmal ein bisschen erläutert. Damit meine ich eigentlich, wie kann ich so gut es geht den Damage an meinem Schiff vermeiden. Ja, das sind so ein paar Basics, die sollte man einfach so drauf haben. Aber warum man die denn auch nutzen sollte, das will ich auch in diesem Video erklären. Euch nicht einfach nur sagen, macht das mal so, sondern versuchen auch zu sagen, warum man das machen sollte, warum das überhaupt sinnig ist. Ja, und ihr seht schon, ich habe hier einen britischen Kreuzer vor der Nase sitzen. Das ist die Lander. Das ist ein Tier 6 Kreuzer der Briten. Und wieso habe ich das? Naja, ganz einfach. Ich habe mir bei meiner Serie mit den Kreuzervergleichen auch mal die Frage gestellt, will ich meine Des Moines überhaupt behalten oder nicht? Denn ich spiele sie halt recht selten und habe dann einfach mal ein bisschen intensiver mit der Des Moines gespielt und bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass die Des Moines für mich einfach nicht das richtige Schiff ist und habe die dann einfach auch kurzerhand verkauft. Was nicht bedeuten soll, dass die Des Moines ein schlechtes Schiff ist. Aber das kam vielleicht auch in meinem Kreuzer Tier 10 Vergleich Video ein wenig so rüber, dass ich die da halt ein bisschen schlecht gemacht habe. Ich finde einfach nur, auch für meinen Spielstil, ist sie einfach der Minotauren unterlegen. Aber nichtsdestotrotz ist sie natürlich ein 10er Kreuzer und macht mächtig Damage. Sie hat immer noch eine enorm starke Flak. Sie hat immer noch ein größeres Kaliber als der Minotaure. Und schießt zwar ein bisschen langsamer, aber mein Gott, dafür kann sie HE einladen. Also wenn man mit der Des Moines umgehen kann, ist sie wirklich ein böses, böses Schiff. Aber für mich war es einfach so an der Zeit, wo ich gesagt habe, so nö, es passt nicht, ich spiele sie kaum. Also habe ich sie verkauft und habe mir jetzt gesagt, ich farme mir die Briten zusammen. Wollte eigentlich mit meinen ganzen freien EPs, die ich noch so rumliegen habe, die Briten so komplett durchhopsen und dann irgendwie bei der Edinburgh oder vielleicht schon bei der Neptune einfach mal einsteigen und dann von dort aus mir ratzfatz die Minotauren zusammensammeln. Das habe ich aber gelassen, denn ich habe mir erstmal zum Reinschnuppern die Dane geholt. Die hat mir schon Spaß gemacht und jetzt hier bin ich bei der Lander angekommen. Da kommen auch noch separate Videos dazu von der Lander. Und ich muss sagen, das ist also genau mein Spielstil. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber eben halt, ich habe gemerkt, dass ich eben halt bei dem Spielen dieser Schiffe wirklich auch auf alles zurückgreifen muss, was ich so im Petto und was ich so in den Jahren jetzt gelernt habe, um irgendwie richtig Damage am Mann zu bringen. Also die Briten sind da wirklich sehr speziell und man muss mit denen immer wirklich dreimal überlegen, wo man hinfährt, denn macht man einen Fehler mit den Briten und verfährt sich oder drückt außersehen mal einen falschen Knopf und haut die Nebelbank zu früh raus, dann ist das Match ganz, ganz schnell für einen vorbei. Und daher passt das jetzt sehr gut, dass ich diese Taktikserie hier anfangen möchte. Also wundert euch nicht, wenn ihr sehr viel Video- und Bildmaterial quasi von den Briten sehen werdet, während ich jetzt hier diese Taktikserie immer schrittweise jetzt voranbringen möchte. Welche Themen will ich jetzt hier am Anfang erstmal besprechen? Also da gibt es natürlich so grundlegende Sachen, wie zum Beispiel einen Angriff von einem Flugzeugträger abwehren. Da habe ich mittlerweile eigentlich auch immer schon eigentlich so ein Schema F. Das machen viele und das ist einfach auch nützlich. Das will ich euch einfach mal zeigen und erklären, wie ich das denn mache. Dann das grundsätzliche Torpedo-Ausweichen ist da schon so ein bisschen mit drinne. Und was eben halt auch, was ich hier erklären möchte, ist,
wie starte ich eigentlich in ein Spiel und wie entscheide ich eigentlich, wo ich hingehen möchte. Und wenn ich weiß, wo ich hingehen möchte, ja, wie beginne ich da quasi das Spiel, bis es richtig läuft, nicht gleich eben halt ein One-Shot zu werden. Also da möchte ich euch einfach mal so ein paar Starthilfen geben, wie ihr denn sagen könnt, okay, das versuche ich mal aus. Denn in diesem Spiel gilt eigentlich auch immer der Grundsatz, wer länger lebt, macht mehr Schaden. Ja, und mehr Schaden bedeutet mehr Credit Points und mehr Erfahrungspunkte. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir am Ende wollen. Und da möchte ich euch einfach jetzt ein paar Werkzeuge an die Hand geben, dass ihr dann das mal ausprobieren könnt. Ich will hier aber allerdings auch nochmal sagen, das werde ich auch noch häufiger sagen, in dieser Taktik-Guide-Serie, die ich jetzt hier machen werde, sind das alles Taktiken, die ich mir so für mich zurechtgelegt habe. Das ist keine Anleitung und keine Garantie, dass das immer gut funktionieren wird, sondern ich komme damit einfach sehr gut klar und möchte euch das einfach mal zeigen, was ich denn mache und wie ich das mache. Ihr könnt gerne einfach mal auch in den YouTube-Chat dann darüber diskutieren, wenn andere sagen, hey, ich habe hier eine andere Taktik, die funktioniert auch immer sehr gut. Ja, weil ich werde hier ein paar Dinge erklären, die vielleicht auf Nichtverständnis stoßen werden von anderen Leuten. Aber es funktioniert einfach bei mir so. Und deswegen erkläre ich das hier und hoffe, dass dann quasi so ein bisschen auch, wenn ich irgendwas erzählen werde, was vielen aufstoßt, nicht hier gleich in einem riesen Streit im Chat ausartet. Denn dann werde ich auch einfach nicht großartig antworten. Es ist einfach von jedem seine Meinung und ich finde, gerade hier so mit Meinungsfreiheit und alles Mögliche, sollte man das einfach mal auch ausprobieren und einfach mal erklären können. Ja, fangen wir mal erstmal an. Das leidige Thema mit den Flugzeugträgern. Das ist nämlich sehr, sehr brisant auf Tierstufe 6. Denn Tierstufe 5, 4 und 6, das sind alles so Stufen, da gibt es noch sehr viele Flugzeugträger. Und wenn man Pech hat, ist man sogar in einem Match mit 4 Flugzeugträgern, 2 pro Seite. Und dann ist der Luftraum ziemlich dicht und da wird richtig viel rumgetümmelt. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man mit sogar Zerstörern oder mit Kreuzern angegriffen wird. Über Bombenangriffe, über Torpedoangriffe. Und deswegen hüpfen wir hier einfach gleich mal in ein paar Spielszenen, wo ich euch dann zeigen kann, dass oder wie ich am besten ausweiche und was man da am besten immer beobachten sollte. Also wir sehen uns gleich. So gehen wir hier auch gleich in die erste Szene hinein, das erste Szenario. Wir haben rechts von uns eine Insel, links von uns kommt eine Torpedostaffel. Da bleibt nicht viel übrig. Wir müssen in diese Torpedostaffel hineinlenken, denn rechts ist die Insel. Aber er kann auch nur von links angreifen, denn er kann um die Insel, also auf der Insel, die Torpedos nicht abwerfen. Das heißt, es ist sehr klar, von wo sie kommen. Ich gehe hier auch noch vom Gas hart eingelenkt und das ermöglicht es mir sogar hier komplett vor den ganzen Kamm quasi die Kurve zu kriegen. Ansonsten werde ich halt mit Vollgas vielleicht die erste oder die zweite Torpedo noch ausgewichen, aber dann eingelenkt. Das ist so quasi der Klassiker, das haben wir auch, wenn Zerstörer uns angreifen, quasi in einen Kamm hinein einlenken. Das ist so die Standardmethode, warum immer einlenken, das erkläre ich nachher nochmal etwas ausführlicher. Wir haben hier in dem nächsten Szenario den zweiten Klassiker, das ist das sogenannte Hashtag. Das benutzen Flugzeugträger, die schon ein wenig erfahrener sind. Was machen sie? Sie splitten ihre Torpedostaffel auf. Eine geht links, eine geht rechts. Da war mir schon klar, was kommen wird. Ich verfolge dem dichteren Torpedo. Die dichtere Torpedostaffel, die verfolge ich hier. Ich lenke der quasi immer entgegen. Da kommt der erste Drop. Und dann weiß ich sehe von links schon, alles klar, der macht einen Hashtag. Das heißt, da kommt der nächste Drop auch noch von links. Da ist er hinter mir. Hier gehe ich leider ein Mühe zu früh vom Gas. Sonst hätte ich vielleicht den Torpedo nicht gefressen. Aber so frisst man halt nur ein Torpedo und kann so einen Hashtag eigentlich ganz gut ausweichen. Also dem ersten, den dichteren Torpedogeschwader hineinlenken. Aber dann die Kurve weiter lenken, weil das Hashtag und von hinten die nächsten Torpedos kommen. Und dann einfach gucken, wie man dort abbremsen muss oder Gas geben muss, weil viel kann man nicht mehr tun, wenn man voll eingelenkt ist, dann sollte man auch weiter lenken. Und dann frisst man einen, vielleicht aber auch gar kein Torpedo. Hier in der nächsten Szene auch sehr schön, da werde ich auch verfolgt wieder von zwei Torpedostaffeln.
Ich bin hier wieder zwischen Inseln, das heißt, so viele Möglichkeiten hat er nicht zum Abwerfen. Wenn er jetzt wollte, könnte er nicht von links mich angreifen, sondern er muss mich von rechts angreifen. Deswegen bleibe ich hier hart eingelenkt, da ich weiß, die Torpedos müssen jetzt hier auf den offenen Feld von rechts kommen. Jetzt schaue ich, welche Torpedostaffel zuerst droppt. Da ist die abgeworfen worden von rechts. Das habe ich gesehen, ich lenke wieder voll rechts ein. Jetzt ist die linke Seite aber nicht ganz hashtag-mäßig abgeworfen. Da gibt es die Chance, hier in der Mitte durchzufahren. Aber es erwischt mich schon wieder am Heck. Das ist hier irgendwie bei den Briten, hat man das Gefühl, die gehen unter Wasser, sind die noch länger als über Wasser, die Schiffe. Aber es funktioniert trotzdem immer sehr gut. Wenn dieses Hashtag nicht komplett im 90-Grad-Winkel kommt, dann kann man sogar einfach, wie ich das gerade gemacht habe, durch die eine Salve durch, aber dann wieder gegenlenken, gerade lenken und dann durch die andere Salve durch die Torpedos hindurch. Jetzt sehen wir auch mal, was ich meine, warum man immer in die Torpedos einlenken soll, denn Schiffe neigen zum Übersteuern, das heißt, das Heck, das driftet immer in diese Kurve hinein. Ich sehe, sich lenkt nach rechts und das Heck schert total aus, aber genauso kann ich auch ausweichen. Wenn ich an den Torpedos schon in der Nähe bin, dann kann ich einfach in die andere Richtung einlenken und ich schleudere mein ganzes Heck hinten einmal rum. Und das hat den Vorteil, wenn ein Kamm auf mich zukommt und ich lenke in diesen Kamm herein, schwenke ich mein Heck komplett, drifte ich mein Heck einmal rum und somit kann ich mein Heck quasi auch noch an einem vorbeischlitternden Torpedo rausdrehen und vermeiden, dass der hittet. Hier ein typischer Klassikerfehler, was man nie machen sollte. Ja, zu lange rumparken, weil dann erwischt einen so eine Torpedosalve. Ich habe hier überhaupt keine Chance, irgendwas zu tun. Einfach nur mal so als Beispiel, warum man nicht so viel rumcampen sollte. Vor allem nicht mit Schiffen, die man sieht, wie die Moskwa, die so groß ist wie ein Battleship. Also habe ich diesen Torpedo einfach nur verdient. Das hat er gut gemacht. Und das war einfach mein Fehler. Hier in der letzten Szene auch nochmal eine andere Szene. Ich habe hier vor mir einen britischen Kreuzer. Ich habe mich gerade eingenebelt und der macht schon so eine komische Bewegung. Da denke ich mir, ey, da kommen noch 100 pro Torpedos, so wie der ausweicht. Ich meine, er weicht auch Torpedos aus. Wir sehen es hier wieder, ein Hashtag, und er hat sehr schön, ist er da rausgefahren, trotzdem aber ziemlich unter Beschuss. Und da kommen auch schon seine Torpedos auf mich zugekrochen, man sieht sie da vorne. Aber ich weiß ganz genau, das Schiff war 9 Kilometer weit entfernt. Und ich weiß, er hat 8 Kilometer Reichweite mit seinen Torpedos. Da mache ich überhaupt gar keine Anstalten. Lass mich nicht nervös machen. Ich weiß, die werden einfach nicht ankommen. Ich gebe jetzt hier sogar noch ein bisschen Gas. Also theoretisch würde mich diese Torpedosalve eigentlich vernichten. Aber ich weiß einfach, sie kommt nicht an. Und das ist das Tolle. Auch wenn man meine Videos guckt, dann hört man ja immer, wie weit die Reichweite ist. Das müsst ihr einfach, da müsst ihr euch selbst vertrauen und ein bisschen Hintergrundwissen haben. Dann braucht ihr euch da nicht nervös machen lassen. So, da sind wir wieder im Hafen zurück. Und hier sei nochmal abschließend gesagt, mit dieser Torpedomechanik ist das halt so, dass ihr bei den Zerstörern habt ihr irgendwann so ein Gespür dafür, welche Zerstörer welche Reichweite mit ihren Torpedos haben. Da wird natürlich jetzt demnächst auch noch meine Vergleichsvideos auf Zerstörer und Schlachtschiffe ausgeweitet. Da habt ihr dann auch einen sehr schönen Überblick, wie weit denn die Zerstörer schießen können. Denn das ist auch immer sehr, sehr wichtig, einfach zu wissen, was kann der Gegner und was kann er nicht. Ja, da habt ihr dann immer auch einen taktischen Vorteil gegenüber. Mein nächstes Thema, was ich jetzt anschnippeln möchte, ist einfach die grundlegende Positionierung von einem Schiff. Und hier nehme ich auch wieder den Kreuzer als Beispiel, denn das Ganze kann man auch mit dem Schlachtschiff machen, gar keine Frage. Mit dem Kreuzer ist es essentiell und mit dem Zerstörer, ja, tut man das ab und zu auch. Es schadet auf jeden Fall nicht. Es ist nämlich einfach das ganz normale Ausweichen, beziehungsweise ja, dem Gegner so wenig Fläche wie möglich bieten. Und das ist halt verdammt wichtig, wie man, wenn man Zerstörer spielt. Beim Schlachtschiff spielen ist das auch sehr wichtig, denn am meisten Schaden frisst man nun mal, wenn man die meiste Fläche präsentiert. Und das ist dieses sogenannte Breitseitenfahren. Ja, viele Leute stellen ihre Schiffe breitseitig zur Map und können halt und freuen sich halt, dass sie mit ihren Kanonen ja, über die ganze Map schießen können. Bei mir ist das jetzt hier zum Beispiel Hamburg. Ja, ich will Hamburg kaputt machen. Und jetzt fahre ich hier mit meinem Schiff komplett quer, schieße mit meinen Kanonen hier quer auf Hamburg rauf, kann wunderbar mit allen vier Kanonen schießen.
Das Problem ist jetzt, ja, ist hier der Bürgermeister mit seiner Zwille und will auf den Briten zurückschießen, hat er volle Breitseite und kann wunderbar dieses Schiffchen hier treffen. Deshalb versucht diesen Winkel immer so gut es geht zu minimieren. Wenn ihr auf einen Gegner zufahrt oder auf einen Pulk von Gegner, zum Beispiel auf einen Spot, und ihr seht, auf diesen Spot sind viele Gegner, dann fahrt nicht breitseitig zu diesem Spot, sondern neigt euch zu diesem Spot hin. Ja, so hat man denn quasi im Vorhinein schon im Kopf, habe ich dann zumindest immer so meine Route. Ich fahre meistens wie ein V. Ja, ich fahre, oder wie ein Haken. Also ich fahre auf diesen Spot zu, leicht angewinkelt, ist meistens so angewinkelt, dass ich noch mit allen Kanonen schießen kann, und dann schieße ich erstmal auf die Gegner. Wären sie dann auf mich aufmerksam, steuere ich direkt auf die Gegner zu, stelle das Schiff spitz, so dass nur noch wirklich die schlankeste Silhouette von diesem Schiff den Gegner entgegensteht, weiche so den Geschossen aus, und dann stelle ich mich wieder ein bisschen quer und schieße mit den hinteren Kanonen auch auf den Gegner. Hier ist natürlich auch der Vorteil, wenn man ein Schiff besitzt, was eine sehr hohe Reload hat, wie zum Beispiel Schlachtschiffe oder halt Kreuzer der japanischen Nation. Denn so kann man nämlich schießen, sein Schiff in eine günstige Position zum Abwehren bringen, ja, dann laden die Kanonen sind nachgeladen, ich stelle das Schiff wieder quer und schieße auf den Gegner. Der Schwachpunkt an dieser Geschichte ist, hat man einen Spieler gegenüber, ja, ich vergleiche das ja mal alles ein bisschen mit Schachspielen. Wenn man jetzt einen Gegenspieler hat, der diese Taktik durchschaut und der ganz genau weiß, du sitzt zum Beispiel in einer Atago oder in einer Miyoko, ja, dann weiß er das, dass du eine sehr hohe Reload hast, und dann kann er das erahnen, wann du dein Schiff herausdrehen wirst. Und darauf wartet er denn. Also da müsst ihr denn wieder gucken, wartet er darauf oder wartet er darauf nicht. Und das prägt sich sehr, sehr stark bei Kreuzern nicht, aber bei Schlachtschiffen aus. Man spürt gerade so im 9er und 10er Bereich, dass dann auch die Schlachtschiffe irgendwann anfangen, auf ihre hinteren Kanonen total zu verzichten, weil sie merken, der Gegner ist so schlau, der weiß, der passt das immer ab, der sieht, ich lenke quasi, zeige ein bisschen mehr Breitseite, ich lenke langsam raus mit meinem Schlachtschiff, um die hintere Kanone abzufeuern, und darauf hat er gewartet und schießt mir dann quer in die Seite und macht natürlich mehr Schaden. Das müsst ihr dann natürlich auch entgegenwirken, indem ihr dann gar nicht erst hinten die Kanone benutzt, sondern auch nur noch spitz aufeinander zufahrt. Was dabei rauskommt, ist dann meistens eine Rammaktion, weil beide Gegner dann spitz aufeinander zufahren und keiner mehr ausweichen will. Ja, dann wird meistens gerammt, oder wie ich das meistens mache, ich bleibe einfach stehen und lege den Rückwärtsgang ein. Es sei denn, irgendwo ist eine Insel in der Nähe, wo ich noch ausweichen kann, aber da komme ich nachher später zu. Aber wenn es ein offenes Gelände ist, dann bleibe ich einfach stehen und lege den Rückwärtsgang ein. Weil ich hasse Rammen. Für mich ist die letzte, allerletzte Möglichkeit Rammen. Aber auch wirklich nur, wenn es gar nicht mehr geht. Oder wenn ich einen Tausch mache, von wegen, dass mein Schiff schon so gut wie tot ist und das gegnerische Schiff komplett voll ist. Dann ramme ich auch. Ansonsten sehe ich dieses Rammen überhaupt nicht gerne, und ich versuche halt auch immer anzutäuschen, ich ramme. Leg die Kanonen alle auf eine Seite, fahre an ihn vorbei und gebe ihm eine Breitseite und versenke ihn. Das hatte ich ja auch schon in einem anderen Video schon mal erklärt, wie ich das denn genau mache. Aber es ist halt sehr wichtig, wie ihr dem Gegner euch gegenüber präsentiert. Ich werde nachher in einem nächsten Thema quasi das auch nochmal ein bisschen mit anschnippeln. Da werden wir dann auch gleich mal eine Map sehen, wo ich denn mit welchen Schiffen wo langfahren wollen würde. Also da kommt noch ein bisschen Infomaterial. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt hier mal in ein paar typischen Szenen hinein, wo man einfach mal sieht, was es ausmacht, wenn man das Schiff halt vernünftig positioniert, und was passiert, wenn man das Schiff halt nicht vernünftig positioniert. So, um das Ganze mal ein wenig auch in bewegten Bildern zu zeigen, hier einmal ein Duell zwischen Lander und Lander. Ich weiß, der ist hier irgendwo vor mir. Wir sind hier so ziemlich unter uns, denn hier ist gerade wieder so ein Zyklon, also kein anderer kann hier wirklich helfen oder mitarbeiten. Und da ist er auch aufgegangen, versucht da gerade vor der Insel. Hier drehe ich mit meinem Heck so weit raus, dass ich jetzt noch alle vier Kanonen abschießen kann. Warte darauf, guck, was er jetzt vorhat. Er dreht weiter raus, um auch mit seinen ganzen Kanonen zu schießen. Hier bin ich schon am Gegenlenken, aber das kommt bei der Distanz ein wenig spät. Dementsprechend nehme ich hier auch einigermaßen Schaden.
Und hier fange ich jetzt auch schon an, einfach hart auszuweichen. Da haben wir mal wieder das Ausweichen gesehen, dass das Heck hinten rumdriftet und ich den Geschossen noch quasi ausgewichen bin mit dem Heck. Jetzt versucht sich der gegnerische Brite hier einzunebeln, war aber zu schnell und fährt quasi aus seiner Nebelbank wieder heraus. Das merkt er dann auch und merkt so, Mist, jetzt muss er noch einen Haken schlagen. Für mich ist klar, seine einzige Chance ist irgendwie jetzt, dass er wendet und versucht nochmal in die Nebelbank zurückzukommen. Was jetzt hier natürlich auch noch sehr wichtig ist, meine Geschütze sind alle nach links ausgerichtet. Seine, wenn er jetzt wendet, nicht. Seine vorderen Geschütze muss er jetzt erstmal rumbringen und das kostet ihn jetzt kostbare Zeit. Ich kann mit allen vier Geschützen auf ihn schießen und er maximal mit den hinteren beiden auf mich. Aber selbst das macht er jetzt gerade mal. Und da gehe ich natürlich von aus, wenn er nicht schießt, dass er mich torpediert. Deswegen schlage ich hier einen Haken, wechsel einmal ganz stark den Kurs in die andere Richtung, um seinen gegnerischen Torpedos auszuweichen. Versuche hier natürlich, wenn ich schon diese Seite preisgebe, auch nochmal die Torpedos rauszuhauen. Switch jetzt aber wieder um auf die andere Seite, denn meine Geschütze sind ausgerichtet nach links. Also werde ich auch versuchen, den Gegner immer links zu halten. Da kam der gegnerische Torpedo. Kamm, den wir natürlich dann auch dementsprechend ausgewichen sind, weil wir vorher den Haken geschlagen haben. Ja, jetzt gucke ich hier und suche ihn erstmal, vermute ihn nach links abgehauen. Wollen wir mal schauen, wo er denn gleich auftaucht. Und das ist halt immer sehr wichtig, wenn ihr im Close Combat seid, dann seid aggressiv. Und wie gesagt, zeigt immer die schlanke Silhouette. Ihr seht es jetzt hier auch, wenn der Kampf weitergeht. Ich halte immer auf ihn drauf und er ist die ganze Zeit breitseitig. Bedeutet, er kann alle vier Kanonen auf mich schießen und ich nur zwei. Aber er zeigt mir die Breitseite so sehr, dass ich ihn viel, viel, viel mehr Damage machen kann. Man beachte mal, ich mache hier das Entenwackeln wieder. Er macht mir kaum Damage und ich zerlege ihn, ich zerreiße ihn quasi in der Luft. Schade, dass das jetzt nicht auch schon eine Zitadelle war, aber dann kommt die Zitadelle einfach jetzt und da hat er sich zerlegt. Das ist das immer dieses Abwägen mit zwei Frontgeschützen gegen vier Quergeschütze, Querfahren gegen Spitzfahren und das nutzt bitte auch. Jetzt ist das hier Close Combat Fight gewesen, aber das geht auch auf Distanz. So, das nächste Beispiel, was ich jetzt hier habe, das ist noch ein wenig radikaler. Da lege ich mich mit einer Julius Caesar an, die kommt nämlich straight out auf mich zugefahren. Da weiß ich ganz genau so, wenn ich den jetzt hier nicht aufhalte, dann brechen die hier unten durch mit den zwei Schlachtschiffen. Und dann sieht das für uns in dieser Runde richtig übel aus. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, auch mit einem weichen Briten da jetzt voll reinzugehen und mich der Julius Caesar zu stellen. Aber der ist ziemlich gut, der Spieler. Na, ich, oder besser gesagt, ich verpasse jetzt hier die Gelegenheit. Er dreht nämlich raus mit seinen hinteren Geschützen. Und ich bin dann überlegen, ob ich torpediere, zeige ihn einmal zu sehr meine Breitseite und das quittiere ich mit einem üblen, kritischen Treffer. Also hier wieder spitz eingelenkt, bloß den Fehler nicht wiederholen. Und jetzt sehen wir, selbst die Sekundärgeschütze hitten kaum seine Main Batteries. Die sind zwar eh relativ ungenau auf dem Levelgebiet, aber da trifft einfach nichts. Da geht alles mögliche dran vorbei. Da kommt noch ein zweites Schlachtschiff, was mich mit HE beschießt. Also versuche ich jetzt die Waage zu halten, beide hier ein wenig spitz reinzuhalten, um eben halt so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Und mache jetzt hier quasi Ringelpiez mit anfassen, fahr der Julius Caesar hinterher. Ihr habt es gesehen, jetzt hat er nochmal geschossen mit seinen hinteren Geschützen. Ihr hört es ja auch, es prallt einfach alles ab. Das ist halt die Macht des Anwinkelns. Dazu habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Jetzt nutze ich quasi die Insel, um mich an dem zweiten Schlachtschiff dort zu verstecken. Kümmere mich jetzt nur um Julius Caesar und hoffe, ich lebe so lange, bis meine Torpedowerfer wieder ready sind, denn die habe ich vorhin total versemmelt. Die sind sowohl an dem einen als auch an der Julius Caesar an den Schlachtschiffen vorbei gesaust und haben kein Damage gemacht. Da hat er schon wieder abgesetzt, aber ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich drehe mich schneller, ihr seht es vielleicht auch, ich drehe mich schneller um ihn herum, als er seine hinteren Geschütze ausrichten kann. Und das ist nämlich auch sehr, sehr praktisch. Er kann gar nicht mich anvisieren, weil seine Geschütze gar nicht nachlaufen. Jetzt drehe ich weiter rein, stelle mich wieder spitz zu ihm, weil ich mir denke, alles klar, wenn er jetzt weiter nach rechts dreht, dann zeigt er mir die Breitseite. Habe ihn aber auch schon angezündet und mein Brand macht dann quasi den Rest. Aber ihr habt es gesehen, er hat mir einmal eine böse Salve reingedrückt. Da habe ich zu viel Breitseite gezeigt. Danach war ich nur noch spitz zu ihm angewinkelt
Und er hat es nicht geschafft, mich auf der kurzen Distanz irgendwie auszunocken. So, da sind wir wieder zurück im Hafen. Ja, und da sieht man auch mal wieder ganz klar, selbst ein so weiches Schiff wie die Briten können denn doch ganz schön viel einstecken, wenn man sie einfach vernünftig den Gegner entgegenwirft. Und das macht dann auch nochmal effektiv mehr HP. Ihr habt es ja gehört, so viele Abpraller, wie der gemacht hat. Seine Kanonen streuen so extrem, dass sie auf der kurzen Distanz links und rechts von uns einschlagen, wenn wir so spitz auf den Gegner stehen. Und wenn wir es können und wenn wir uns leisten können, dann stellen wir uns ein bisschen schräge und schießen halt mit den hinteren Geschützen hinterher. Kommen wir jetzt aber mal zum dritten Thema in diesem Video, was ich noch anschneiden möchte. Und das ist quasi euch einmal eine Starthilfe zu geben, um euch ein bisschen zu zeigen, wie ich das machen würde, wenn ich mit unterschiedlichen Schiffen an unterschiedlichen Startpositionen starte. Wie würde ich denn fahren? Das war ja auch so eine Frage, die mir ein paar Leute gestellt haben, damit sie quasi eine Grundtaktik oder ja so ein paar Grundideen haben, um nicht gleich einfach nur kopflos ins Getümmel zu stürzen. Ja, und dafür habe ich auch schon etwas vorbereitet und da springen wir jetzt auch mal direkt rein. So, ich habe nämlich keine Kosten und keine Mühen wieder gespart, euch hochdetaillierte, hochauflösende Grafikanimationen zu präsentieren. Das Zauberprogramm heißt Paint und ich habe hier einfach mal ein Bild geschossen von einer Anfangsmap. Und gehe jetzt mal hier so ein bisschen durch, was ich denn hier tun würde oder warum hier diese komischen ganzen farbigen Linien da sind. Denn ich habe hier einmal dargestellt, mit welchem Schiff ich hier was machen würde und warum. Also ich in dieser Runde habe die Missouri gespielt. Das sehen wir hier oben an diesem Pfeil. Okay, wir sehen es jetzt hier gerade nicht. Müsste ich rausscrollen. Steht unten links Missouri. Und was ich hier rot markiert habe, ist tatsächlich auch meine Strecke, die ich im Endeffekt gefahren bin. Und hier sehen wir, ich bin quasi erstmal leicht schräg eingelenkt. Die ganze befreundete Gruppe hat sich so leicht Richtung B und C bewegt. Dem habe ich mich dann angeschlossen. Und dann mache ich das nämlich auch immer so, dass ich quasi ab einem gewissen Punkt, wenn ich denn einen Gegner gut beschießen kann, ich schieße nicht immer gleich sofort los, sondern wenn ich wirklich sehe, der Typ fährt wahrscheinlich länger breitseitig, dann schieße ich auch mit dem Schlachtschiff schon recht früh. Aber wenn ich geschossen habe, mache ich eine Positionsänderung. Ihr seht das hier an diesem Knick. Der Knick hier ist tatsächlich so gewollt. Denn wenn ich geschossen habe, bin ich für alle offen. Alle, die mich dann anvisieren, die visieren dann hier einen Punkt hin und schießen quasi alle quasi auf diesen einen Punkt. Aber da ich schon eine Lenkbewegung mache, mich spitzer zu den Gegnern stelle, weiche ich diesen Geschossenen erstmal in der ersten Runde aus. Ich kann zwar mein hinteres Geschütz nicht verwenden, aber das spielt gar keine Rolle, denn das Battleship hat einen so hohen Reload, dass ich quasi hier unten, wenn ich nachgeladen habe, mich wieder ein bisschen spitzer, ein bisschen flacher vom Winkel her wieder hinstelle. Das hier ist quasi die kritische Phase. Meistens ist man dann wieder ausgegangen, weil man nicht geschossen hat, ist man wieder ein bisschen verdeckter. Dann positioniere ich mich so, dass ich wieder mit allen Geschützen schießen kann, suche mir ein Ziel, drücke mit allen Geschossen ab und wechsle wieder die Richtung, stelle mich wieder spitz zum Gegner. Und das Ganze habe ich am Anfang auch schon so geplant, dass ich mich hier an dieser Inselkette ranschmiede. Das heißt, ich habe zwei Dinge beachtet. Ich habe erstmal beachtet, wo fährt mein ganzes Team hin. Und dann habe ich auch versucht, quasi meinen Zickzackkurs wieder einzuhalten zu diesem Punkt, wo ich eigentlich im Endeffekt hin möchte. Denn warum will ich zu dieser Insel am Ende dieser roten Linie? Da bin ich ja quasi schon am Spot C. Richtig, ich habe die Missouri, ich spiele diese Missouri meistens sehr aggressiv und deswegen sie hat ja auch Radar. Deswegen positioniere ich die Missouri natürlich auch so, dass ich auch in der Front irgendwie das Radar zum Einsatz bringen kann. Das kann man hier auf der Map ganz gut machen. Man kann hier zum Beispiel an diese Inselkette ranfahren und sich hier positionieren. Dann ist man eigentlich recht gut geschützt durch alles, was von A und B schießt. Da hat man die Insel davor. Man selber kann aber eben halt auf diese große freie Fläche unterhalb von C auf die Gegner schießen. Geschweige denn auf alle Schiffe, die versuchen hier hinten in der Inselkette sich durchzumogeln, kann man auch sehr gut schießen und man kann mit seinem Radar komplett C und teilweise auch B mit dem Radar aufdecken und eventuelle Zerstörer quasi markieren und hoffen, dass das befreundete Team
dem Zerstörer dann auch schnell den Garaus macht. Aber ich habe hier jetzt auch einfach mal gesagt, okay, was würde ich denn mit den anderen Schiffen tun und warum würde ich das tun? Dann nehmen wir mal hier die Des Moines. Die Des Moines sitzt hier rechts und bei mir ist das auch so, wenn ich in den Spielen anfange, ich gucke, wo stehe ich? Ich stehe rechts, also fahre ich auch rechts. Ja, es macht keinen Sinn, mit der Des Moines versuchen A einzunehmen, weil dann dümpelt man hier hinten irgendwo auf der C-Linie rum, ja, und bringt einfach keinen Damage. Und das ist eben halt auf solchen High-Tier-Matches, ja, fatal, wenn man einfach keinen Damage bringt. Denn die Kriegs-, also hier die Battleships, die haben so viel HP, da muss von Anfang an schon versucht werden, die irgendwie unter Druck zu setzen. Das heißt, ich würde hier mit der Des Moines, weil sie ist ja sehr klein und sehr wendig, hat einen guten Tarnwert, ich würde hier mich in diese Inseln verkrümeln und immer versuchen, hinter den Inseln über die Inseln rüber zu schießen, denn das kann die Des Moines auch wirklich sehr gut. Wir hatten einen sehr hohen Bogen. Das gleiche könnte man hier auch mit einer Minotauren veranstalten, hier quasi in den Inseln so ein bisschen zickzack fahren, aber das Ganze sehr spitz. Ich fahre hier nicht an den Seiten entlang, denn dann zeigt man immer zu viel Breitseite, man kann böse einkassieren, sondern ich nutze quasi immer die Inseln, um einen Richtungswechsel durchzuführen. Die erste Insel, okay, da muss ich eh dran vorbei, deswegen ist hier der Knick, aber die nächste Insel ist wieder so ein Entscheidungspunkt. Ich fahre hier spitz auf diese Insel zu, schieße nur mit den vorderen Geschützen bei der Des Moines, ist das sogar auch gar nicht verkehrt, weil man hat 5,5 Sekunden Reload, da braucht man das hintere Geschütz nicht unbedingt. Und man zeigt halt sehr, sehr wenig Breitseite. Man ist für gegnerische Beschüsse also quasi sehr unanfällig. Man kann aber sehr gut austeilen und man hat hier tatsächlich die Chance, bis B reinzuschießen und eben halt C komplett zu verteidigen. Eventuelle Zerstörer auch mit Radar zu supporten. Beziehungsweise man hat ein Radarschiff hier in der kompletten Inselgruppe und kann eventuelle Zerstörer, die versuchen, durch die Insel hier hinten durchzubrechen, auch noch schießen. Versuchen sie abzufangen. So würde ich das machen mit der Des Moines. Was hat die Des Moines allerdings tatsächlich im Match gemacht? Sie ist hier durch die Inselgruppe in der Mitte durchgefahren, auf B gefahren, hat, weiß ich nicht, 400 Erfahrungspunkte gesammelt, weil sie hier auf dem Zwischenstück einfach hops gegangen ist und von einem großen Kuhfürsten des gegnerischen Teams gewone-shottet wurde. Also, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, das Geld aus dem Fenster zu werfen. Ich würde hier diese blaue Linie aus folgenden Gründen halt fahren. Ich würde hier auch weiter runterfahren, wenn ich merke, wir können auf C den Druck erhöhen, würde ich hier immer weiter die Inseln immer nutzen, um eben halt eventuell mich in Deckung zu bringen oder mich eben halt zu verstecken und über die Inseln rüber zu schießen. Gerade die mittleren Inseln sind sehr flach, da kann man wunderbar mit einer Des Moines, Minotauren oder auch mit einer Kutusov mit hohen Bogen über die Inseln rüber schießen. Was würde ich jetzt tun, wäre ich ein Zerstörer? Ja, dann wäre ich hier diese Hazy Young. Dann würde ich Folgendes machen, ich würde hier gleich den Motorboost zünden, ich würde hier versuchen auf C hineinzufahren, allerdings würde ich hinter der obersten Insel gleich einen Haken schlagen, langsam das Tempo drosseln und mich quasi in diese Richtung von der Insel hier zu verstecken, denn ich plane meine Routen immer so, dass ich Möglichkeiten habe, mich zu verstecken. Genau das gleiche hier mit dem Zerstörer. Ich fahre hier rein und dann gucke ich, ist hier ein gegnerischer Zerstörer, kommt hier vielleicht noch ein Kreuzer mit rein, was macht mein Team? Das ist immer mein Notfallplan. Ich gucke dann immer, wie kann ich mich am effektivsten verkrümmeln. So, das heißt, ich fahre hier auf C rein, mache hier den Haken, ich fahre hier rum, steuere langsam auf diese Insel zu. Wenn ich merke, es kommt kein gegnerisches Schiff, ja, dann mache ich einfach den Motor komplett aus, nebel mich aber nicht ein. Sondern ich parke tatsächlich mein Schiff hier auf offener Fläche und warte einfach, ob ich C cappen kann. Wenn C allerdings auch gecappt wird, dann wäre ich vorsichtig, würde schon mal mein Schiff ein wenig spitzer Richtung gegnerisches Team stellen und dann einfach mal abwarten, was zum Beispiel die Missouri oder die Des Moines machen. Können die mich mit Radar supporten, beziehungsweise Dmitri Donskoy hat auch Radar. Wo ist die? Können die Radar anmachen oder kann ich den Gegner beschießen? Wenn ja, dann nebel ich mich ein, denn aus dem Nebel schießt es sich schön getarnt und dann gehe ich nämlich auch nicht auf. Das darf man nicht vergessen, dann auch den Nebel tatsächlich zu zünden. Beziehungsweise die Haziang hat eventuell selber Radar an Bord, ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber sie könnte es auch tatsächlich haben. Dann hätte ich das Radar gezündet. Wer hier an der Insel hätte Gas gegeben, wäre hier an der Insel vorbeigefahren und hätte den gegnerischen Zerstörer so lange beschossen, bis er rausfährt und die Nase voll hat. Und dann hätte ich hinter der Insel den Haken geschlagen und wäre wieder auf C reingefahren.
Das sind so ein paar Taktiken, die ich jetzt hier machen würde mit dem Schlachtschiff, mit einem Kreuzer und mit einem Zerstörer hier auf Punkt C. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch den großen Kuhfürsten? Nehmen wir mal den großen Kuhfürsten hier hinten. Wie würde ich das mit dem angehen? Seine Position ist ja auch ein bisschen Druck auszuüben. Das heißt, ich hätte hier am Anfang versucht, mit dem großen Kuhfürsten so gut es geht in die Mitte zu fahren, denn der große Kuhfürst ist ein sehr, sehr guter Tank. Und da muss man immer die Waage halten zwischen tanke ich jetzt oder mache ich Suicide, also Selbstmord. Das ist so eine Waage, die muss man so herantasten und sich langsam, ja, Schritt für Schritt gucken, was hält denn so ein großer Kuhfürst aus. Hier auch wieder das Gleiche, die Anfangsphase würde ich hier sehr breitseitig fahren, da ich eigentlich beim großen Kuhfürsten keinen großen Damage zu erwarten habe. Selbst wenn die gut zielen und gut treffen, kommt da nicht so viel bei rum. Das heißt, man kann hier längere Zeit querfahren, um eben halt Strecke zu machen. Dann würde ich wieder auch schießen und hier wieder meinen Zickzackkurs einlegen. Das heißt, schießen, ausweichen, schießen, ausweichen und versuchen hier in die Mitte reinzudrücken. Denn jetzt hat man nämlich die Chance, sehe ich, dass auf B sehr viel passiert. Ich habe eine Übermacht mir gegenüber. Auf B ballt sich das hier unten auf der G-Linie. Dann drehe ich halt ab, gib Vollgas und fahre hier zwischen die Linien rein und hoffe, dass die rechte Flanke durch die Des Moines und die Musashi und eben halt die Missouri noch gut bestückt ist und versuche dann hier reinzufahren. Und dann würde ich auch gucken, presse ich über C weiter oder bin ich so angeschlagen, dass ich mich hier erstmal in den Inselgruppen hinten reparieren möchte. Wenn das allerdings alles sehr gut aussieht und das gegnerische Team sich auf A und C verteilt, dann fahre ich hier knallhart in B weiter rein. Denn was kann der große Kuhfürst am besten richtig mit seinen sekundären Batterien richtig übel zulangen? Dafür muss man aber auch ran an den Speck. Das hat auch den psychologischen Vorteil, wenn so ein Schlachtschiff Druck macht und das gegnerische Team, das freundliche Team sich so ein bisschen mitreißen lässt, dann kann man hier tatsächlich einen Keil in den gegnerischen Team reinrammen und eben halt von beiden Seiten, also aus diesem Keil heraus einer der beiden Seiten flankieren und das geht dann richtig gut. Aber da muss man ein Gespür auch für haben, ob das Team mitzieht oder nicht, denn ansonsten ist man hier ganz schnell gehackt und wird hier von einem Zerstörer einfach auseinandergenommen oder von gegnerischen Flugzeugträgern, wenn man hier keinen Support hat. Ja, da muss man halt schauen, was macht hier die Yugumo und die Des Moines, kommen die mit? Ja, wenn die Yugumo hier vernünftig nebelt im B, kann man hier mit den großen Kuhfürsten sehr viel Schaden anrichten und man hat die Des Moines als Flugabwehrdeckung. Das würde wunderbar funktionieren. Aber da muss man halt gucken, was sie machen. Hier aber auch diese Insel in Punkt B genutzt, wenn der große Kuhfürst, wenn ich merke, okay, ich habe mich entschieden, ich fahre nach Punkt B rein. Allerdings gehen jetzt überall Schiffe auf zwischen A und B, dann weiche ich natürlich aus. Ich nutze diese Insel und drehe einmal komplett ab über B, fahre leicht schräge zurück, habe hier einen Winkel, mit dem ich mit den großen Kuhfürsten noch alle vier Kanonen benutzen kann und versuche mich dann langsam in Sicherheit zu bringen an der Insel auf der D-Linie hier oben, um dann wieder ein bisschen durchzuatmen, mich vielleicht nochmal zu reparieren, um diese Insel herumzufahren und dann wieder Richtung A und B Druck zu machen oder hier oben herumzufahren, um auf C Druck zu machen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch diese typischen Außenseiterlinien, wo die Taschpajew sitzt und die Hindenburg. Meistens sehe ich das ja, dass gerade bei dieser Map die Außenbezirke quasi gerade hier über A traut sich keiner auf A reinzufahren. Das finde ich immer ziemlich schade. Mit der Taschpajew zum Beispiel, wenn ich hier keinen Zerstörersupport habe, würde ich das auch nicht unbedingt machen. Da würde ich gucken, was die Hindenburg tut. Und das ist halt sehr entscheidend. Ich habe die beiden hier, bespreche ich mal so ein bisschen simultan. Ich würde nämlich mit beiden quasi hier kreuzen. Ich würde mit der Taschpajew hier hineinfahren, denn ich habe hier zwei Inseln, wo ich in Deckung gehen könnte, wenn das auf A eskaliert. Ich könnte hier zum Beispiel auf diese erste Insel auf der D-Linie ranfahren und einfach mal gucken, was kommt hier, was ploppt hier auf. Und dann hat man hier die Chance, vielleicht sogar unentdeckt auch wieder rauszufahren Richtung Hindenburg oder man fährt hier weiter runter und nutzt die nächste Insel als Entscheidungspunkt. Ja, dann fahre ich hier weiter runter zwischen D- und E-Linie, diese Insel, die hier angelegt ist, und habe halt mit der Taschpajew die Chance, komplett A mit allen vier Geschützen zu beschießen und B und C mit jeweils
B mit 2 Geschützen und C eventuell schon wieder mit allen 4 Geschützen zu supporten. Die Taschbajew ist ja auch ein Rangefighter, hat unheimlich hohe Reichweite, das funktioniert sehr gut. Was würde ich allerdings mit der Hindenburg tun? Die Hindenburg ist jetzt nicht so unbedingt der Rangefighter, da würde ich einfach reingehen. Ich würde hier zwischen diese Inselgruppe durchfahren, ganz einfach, um eben halt länger unentdeckt zu bleiben. Denn wenn man sich den Sichtwinkel anguckt, dann ist durch diese Insel von E und F, auf der, also zwischen E und F-Line an der B-Spot, zusammen mit dieser Insel hier oben und der Insel auf A hat man einen sehr guten Sichtschutz nach unten hin. Man kann dann mit der Hindenburg hier durchfahren, ohne gleich entdeckt zu werden, denn die Hindenburg und die Taschbajew haben riesige Aufdeckradien, die gehen sehr früh auf und werden sehr früh gesehen. Und dann ist der Überraschungseffekt natürlich nicht so hoch. Aber mit der Hindenburg hier zwischen der Insel durchgefahren, hat man sich ein wenig Zeit verschafft. Und dann würde ich mit der Hindenburg einfach reingehen in A. Die Hindenburg hat Torpedowerfer ohne Ende. Ja, sie machen nicht so viel Schaden, aber sie hat einfach Torpedowerfer. Sie hat sehr gute Sekundärbatterien. Sie hat sehr gute Geschütze. Das heißt, sie ist eine kleine Ein-Mann-Armee, die eigentlich kein Problem hat, alleine einzunehmen. Sich geschweige denn, könnte sich dort auch mit allen anlegen. Ein Zerstörer könnte sie dort ausnocken, sie könnte sich mit dem Schlachtschiff dort anlegen und jegliche Art von anderen Kreuzer kann sie auch alles mögliche entgegenwerfen. Die Taschbajew hingegen, die würde ich denn hier weiter Richtung B und A, ich würde versuchen die Hindenburg so gut es geht zu supporten und eben halt mich denn auf der Insel am Spot B so ein wenig verstecken und einfach mal gucken, wie dann das gegnerische Team weiterfährt. Also ihr seht, meine Taktik besteht meistens daraus, was ich für Schiffe fahre. Das habe ich versucht auch immer ein bisschen rüberzubringen, wenn ich die Vergleichsvideos mache, was so deren Rollen sind von unterschiedlichen Nationen. Und das würde ich versuchen hier an so einer Karte auch ranzubringen. Kommen wir einfach nochmal zu dem Punkt, was dein Team denn macht. Denn es ist ja auch sehr wichtig, immer zu schauen, was das Team anstellt. Und ja, da kann ich nur zu sagen, kommen wir zu diesem leidigen Thema. Wie heißt denn das jetzt? Lemming Train, genau. Ja, das bedeutet, das ganze Team reiht sich in einer Linie und fährt zum Beispiel hier alle auf A. Ja, alle Schiffe, die das Moin hier hinten fahren, alle auf A. Das nennt sich sogenannten Lemming Train veranstalten. Und da ist immer die Frage, seid ihr unerfahrene Spieler mit eurem jetzigen Schiff? Und seid ihr zum Beispiel in einem Schlachtschiff, würde ich immer diesem Lemming Train folgen. Ja, es macht keinen Sinn im Chat sich darüber dann aufzuregen, dass die Taktik für einen Puppets ist, sondern es ist einfach so, gemeinsam ist man einfach stärker. Und wenn dieser Lemming Train entsteht, dann reihe ich mich da auch ein, wenn ich ein Schlachtschiff fahre und fahre dem einfach hinterher, weil man ist ansonsten überhaupt gar keine Hilfe und man wird von Flugzeugträgern oder anderen Schiffen einfach gefokust und weggenommen. Dieser Lemming Train kann funktionieren, wenn das ganze Team auf A hinauffährt, aber dann nicht abbricht, sondern auch weiterfährt, denn auf B rauf und dann durch C durch, dann ist dieser Lemming Train sogar eine sehr effektive Taktik. Ja, das kann funktionieren. Da muss man aber gucken, was das Team da mit diesen Gegebenheiten halt anstellt. Sitze ich an einem Kreuzer oder sitze ich in einem Zerstörer und ich sehe, das Team macht einen Lemming Train und ich habe einen Kreuzer und einen Zerstörer, mit dem ich mich sehr gut auskenne und ich mir schon so ein bisschen was zutraue, dann würde ich dem nicht folgen. Dann würde ich nämlich, wenn sie alle nach A fahren, würde ich nach C fahren. Alleine nur aus dem Fakt heraus, dass wenn das gegnerische Team sieht, wir fahren alle nach A, dann lenken die ja auch ein, die reagieren ja auch darauf, dann verstärken sie ihre Seiten auf A und B. Dann kann es sein, dass man einen geschenkten Spot wie C zum Beispiel bekommt, wo einfach keiner drauf fährt. Und das sollte man sich nie entgehen lassen. Gerade wenn man Zerstörer hat, kann man das erwagen. Dann kann man einfach mal auf C rauffahren und gucken, ob man es gecappt bekommt. Und wenn ja, dann kann man ja so langsam sein Team entgegenfahren und supporten. Und beim Kreuzerfahrer ist das immer so, traut ihr es euch zu oder nicht? Also, wenn da Zweifel bestehen, dann nicht, dann fahrt lieber, dann supportet lieber den Lemming Train. Aber wenn ihr euch das tatsächlich zutraut, dann könnt ihr das nämlich auch so machen und dann einfach mal gucken, ob ihr den Spot für lau bekommt und von dort aus dann quasi inkognito versuchen, euer Team aufzuschließen und dann wieder weiterzuschießen. Ja, das sind so quasi, ist mein erster Gedankengang, den ich immer so habe,
wenn ich in ein Match hineingehe. Gar nicht jetzt unbedingt mit dieser Map hier. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich mache jetzt auch noch Videos, wo wirklich zu jeder Map einmal ein bisschen erkläre, was ich denn wie wo machen wollen würde. Ja, ich hoffe, es war euch ein wenig informativ, das Video, und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.